vor allem die große wird jetzt gleich noch kommen, ne? Nee, aber das Gute ist, wir haben zumindest die alte Magie ready. That's at least something. Um einen berühmten Elfen zu zitieren, nein, Dobby wollte niemals töten. Dobby wollte verstümmeln oder höchstens schwer verletzen. Yes. Höchstens schwer verletzen. Vollkommen richtig. Und Knight Corkid, auch die haben wunderschöne. Guten Abend, schön, dass du auch da bist. Passt der von der Tageszeit, ja? Mit deinem Namen. Passt der wunderbar. Passt der wunderbar. Ja, Dobby ist schon extrem süß. Ist schon extrem süß. Ui. Oh ja. Oh ja. Das war so krass. Oh, da ist die große. Ist das die große? Ist das. Huhuhu. Ist das die fette? Oh. 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 Was jetzt? Oh Gott. Oh oh, oh oh. Dann hängt's auch noch, ne? Oh, der ist drei. Ja, in meinem Alter. Und dann auch vom Level her so hoch. Boah, ich bin auch doof, ne? Warum habe ich den jetzt hier nicht schon längst immer Talente mal so ein bisschen weiter geguckt? Da gibt es doch bestimmt jetzt auch nochmal so ein, zwei coole Sachen, oder nicht? Oder? Hier vielleicht? Ah, das können wir mitnehmen. Aha. Haben wir hier noch Schönes? Otego. Der Protego-Zauber lässt eine starke Explosion gegen das Schild bricht. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wobei, dann können wir, glaube ich, generell mal so ein bisschen. Das können wir natürlich auch mitnehmen. Oh Gott, ich habe zu wenig Punkte genommen. Upsi! Upsi! Aber der Spruch von ihm hat mich extrem überrascht. Aber die Szene ist einfach. Ja, also ich glaube, das macht so ein bisschen den Comedy-Faktor von dieser Szene aus. Aber weil man nicht damit gerechnet hat. Ja, Comedy ist ja immer viel, viel Sachen, mit denen man einfach nicht rechnet. Ja. Muss die Spinnen für mich machen? Verständlich. Verständlich. Zufälligerweise kenne ich jemanden, der mit dem Spitznamen Dobby heißt. War echt eine coole Socke. Yeah. Aber eine coole Socke sein als Hauself ist nicht so geil. Eine coole Socke haben, im besten Fall vom Meister viel, viel cooler. Rebellion. Right or wrong? Contringo. Weil warum habe ich denn jetzt eigentlich hier noch. Warum habe ich denn jetzt eigentlich noch Dinges drin gehabt? Lumos. Einfach aus Prinzip. Oh, es gibt sogar XP, wenn ich hier ein paar Steinchen umdümple. Ja, das kam noch mit dazu. Ja, gut, man kann es ja. Ach, das gibt es. Wow! Zuerst anfüttern mit XP, ja, und dann. Naja. Machst du nichts. Ah, und das dann auch die wunderschönen. Guten Abend. Schön, dass du auch da bist. So! War es jetzt effektiv die große? Oder kühlt er jetzt noch was? Okay, es war nicht die große. Fuck! Das ist die große. Akromantula. Oh Gott! Autsch! Hier einfach mal irgendwie was schmeißen, ja? Ganz, ganz viel schmeißen. Und dann noch ein bisschen schießen, so. Ah, guck mal, die brennen. Ihr brennt, meine Freunde. Ihr brennt. Die haben von. Oh, 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 oh. Ich heile mich dann doch jetzt mal. Oder kann ich jetzt. Kann ich jetzt hier hoch? Geht das? Oh, 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 oh. Kommen die hinterher? Haha! I got it good. Warte mal, kann ich jetzt. Auch nicht so. Ist das. Wär's. Warum kann ich jetzt hier nicht anvisieren? Aha!
Ja, Freunde, man muss nur ein bisschen wie, ja? Das ist aber irgendwie langweilig. Ich komme jetzt aber gerade hier irgendwie nicht mehr raus. Warte mal, ich muss kurz wieder oben raus. Komm mal hier. Hallo, ich möchte hier ausweichen, dankeschön. Out. Au, au, au. Die Große will es echt wissen, ne? Oh Gott. Ich muss mich heilen. Alter, wie viele von den Kleinen kommen denn da noch? Come on. Die. Alter, die macht das. Ja, das sieht schon mal gut aus. Weil die ist auch so schnell, ist die. Oh. Hein. Okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen mal häufiger heilen, ja? Alter, die holt immer neue. Alter. Wie häufig hat die ihn rumgebümselt? Mach ja irgendwie super wenig Schaden, ne? Oh, hi! Oh Gott! Hi! Huhu! Schnell heil! Oh Gott! Aha! Eure Mama ist tot! Away with you, guys! Bei mir jetzt hätte ich auch wieder alte Magie ready! Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Das war schon gut, ja? Gott sei Dank sind wir alle nicht in Panik verfallen. Das war gut. Hui, da war das gut. Ey, das war ein fettes Viech, ne? Vor allem vom Level her einfach mal weit über uns. Läuft, also was heißt weit, aber zumindest mal über uns. Oh boy. Oh, das hab ich ein bisschen verspannt, ne? Ein bisschen verspannt. Ist man voll drin, ja? Ist man einfach voll drin. Revelio. Eider. Ist noch eine Kiste. Warte mal, wenn ich jetzt hier nochmal. Ich will die Kiste. Fallschaden. Fallschaden ist echt hier minimal, ne? Dankeschön. Ach Mensch, 57 Galleonen, das war totally worth it. Ja, jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Mit Säfte im Kopf, das Beste. Ich hab leider Dinges noch nicht, diesen Zerschneidezauber. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber ich weiß, was du meinst. I know what you mean. I know that, but I don't have it. So, machen wir kaputt hier. Excuse me, dankeschön. Oh nein, ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist tops. Der Arme. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss. Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. Revelio. Das ist wirklich doof. Das ist wirklich, wirklich doof. Und Gina auch, die einen wunderschönen guten. Schön, dass du auch da bist. Wir wissen immer noch nicht, wer der Meister von dem ist, oder? Sonst könnte man dem unsere Meinung geigen. So ungefähr. Ist doch mal Revelio. Achso, kann ich mich jetzt eigentlich hier rausporten? Nee, ich muss. Hä? Ja? Kann ich mich jetzt hier rausporten oder nicht? Nee, kann ich nicht. Ich kann die Karte nicht mehr öffnen.
Not even that. Mm-mm. Ich muss... Gibt's auch noch was? Kann ich das kaputt machen? Ah! Da oben ist auch noch was, ne? Ist mir egal. Wir wollen eh nicht auf 100% machen. Aber hier hinten gibt's auch... Kann ich auch rumschwimmen? Aber ich glaube, hier geht's tatsächlich... Moment, sind wir hier reingekommen? Nee. Dahin dann. Aber mir gibt's ja auch noch mal... Ist da der Eingang? Wow, hier gibt's... Was gibt's hier? Ja, gut. Ja, gut. Haben ist besser als brauchen, wohlgemerkt. Haben ist besser als brauchen. Okay, dann gehen wir jetzt auch trotzdem mal raus. Vor allem, wir müssen uns nicht einmal trocken machen, ne? Noch nicht mal irgendwie so ein bisschen mit Incendio ankocheln oder sowas. Nö, nö. Brauchen wir alles nicht. Geht es jetzt hier wirklich raus? Oh. Vor allem, wenn man jetzt hier am Bücken ist, ne? Dann kann man ja noch nicht mal irgendwie was zaubern. Das heißt, jegliche Gefahr müssen wir einfach über uns ergehen lassen. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Probably. Probably. Sehr schön. Muss halt laufen. Yes, I do have the Deluxe Edition. Und zu Angelo auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Und mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Excuse moi, the fuck? Freunde, was ist da los? Was ist da los? Ja, das passiert übrigens, wenn man mich erschreckt. Acht Beine sind einfach zu viel. Das passiert, wenn man mich erschreckt. I tell you. It's not good. Don't do that. Und Moonlight auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, wie gehen wir jetzt zurück in den Raum der Wünsche in Hogwarts? There you go. Okay. Passiert. Bitte beruhigen Sie sich. So, Deke, ich hab da so einen schlechte Nachricht für dich. Oh, Dankeschön. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. So, ja, es tut mir leid. Was ist da hinter dir? Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? So, festlicher Samhain Tracht. Okay, schauen wir mal kurz an, wie die ausschaut. Ist ja wieder was Legendäres. Dementsprechend vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Müssen wir mal schauen. Erhöht Schaden durch alle schädliche Zaubersprüche. Das ist generell super. Ist auch noch plus 19. Schaut aber kacke aus. Das heißt, wir machen es wieder in der Tier. Haben wir hier noch Schönes? Alles schlechter. Okay. Mal. Nee, stopp. Ah, wir hatten da noch was. Uhrzeit 18:51, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ich habe noch nie so viele Pflanzen gesehen.
Ja, du kommst scheinbar nicht häufig raus, mein Freund. Das will ich dir sagen. Haben wir noch was Neues? Ah, sehr schön. Können wir wieder auffüllen. Ich muss aber, glaube ich, dringend nochmal die anderen Tränke kaufen, weil sonst kommt hier nichts anderes bei rum. Oh, ich bin... Oh, das ist halt das Thema, wenn man diese selten benutzt, ne, die ganzen Pflanzen. Ich habe jetzt total vergessen, ich hätte jetzt bei den Spinnen, hätte ich jetzt easy peasy meinen Kaukohl nutzen können. Wir hätten die easy peasy platt gemacht. Oh, nicht so. Aber nein. Aber es vergessen. I forgot. Chris! Und Joyce, haben ja auch die wunderschönen. Guten Abend. Schön, dass du auch da bist. So, wir können mal kurz unsere kleinen Tierchen füttern, oder? I would say. Wo seid ihr denn? Ah, gucke. Gucke. Hallo. Hm. Du hast schon. Du kriegst noch. Ich muss erstmal alle jetzt füttern. Dann kommen die Streicheleinheiten. Passt schon. Guck mal her, wie gut ich werfen kann. So muss das laufen, Freunde. Nochmal. Nochmal einen Knuddelmuff. Komm her. So, irgendwas noch ungefüttert. Gut aus, oder? Gut aus. Wobei, oh Gott, warte mal. Nee. Ich glaube, eine Art könnte man hier noch reinpacken, ne? Können wir hier doch rein theoretisch noch die hier reinhauen. Dann sehen wir jetzt doch gleich mal eine Hypogreife. Ach, gucke, das hält er ja schon. Hey, Mensch. Grüße. Natürlich Männlein und Weiblein, ja, na, für die extra Portion Spaß. Okay. So, jetzt noch mal ein bisschen überall striegeln und dann noch mal ein bisschen pflücken. Das Thema ist ja, so Federn, total nachvollziehbar. Ja, Federn von Hypogreif, Feder eines Jobberknolls, ja, das geht alles vollkommen klar. Aber wenn es dann heißt, keine Ahnung, so, was haben wir hier zum Beispiel? Ja gut, Knuddelmuffhaar geht sogar noch. Aber Fell, weil ich meine wahrscheinlich nicht das ganze Fell, ne? Aber so Hörner und sowas, das ist natürlich dann wieder so eine Sache. Ich glaube, Hörner wachsen nicht so schnell nach, im Normalfall. Hä? Was hab ich gerade gemacht? Give it to me. Give it to me. Und bei Kniesel die Schnurrhaare sehen die wahrscheinlich auch nicht ganz so gerne. Sehen die, glaube ich, auch nicht ganz so gerne. So, mal kurz mal schauen. Der muss noch essen. Oh Gott, die Mondkerne müssen noch essen. Wo sind die Mondkerne? Ach, die chillen beim Ausgang. Oder Eingang, je nachdem. Ey, yo! Finger weg, ich habe noch keinen Zuchtgehege. Fell eines Mondkalbs. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ja wahrscheinlich auch nur ein paar Härchen meint von dem Fell. Und nicht exakt das komplette Fell. So, anything else? Ich glaube, es ist nur noch der hier, ne? Okay. Ich komm. Warte mal, welcher war das jetzt? Der da? Das war der, ne? Oh, das wächst aber auch nach. Das ist ganz cool. So, perfekt. Dankeschön. Sehr schön. Liebe die Atmosphäre von dem Spiel. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr schön. Ist ja auch. Das ist wirklich ganz, ganz. Also ganz im Ernst. Von der Süßheitsskala würde ich sogar sagen, so auf Platz 1 sind wahrscheinlich die Mondkälber und die Niffler. Bei den. Oh, Knuddelmuffs sind natürlich auch süß, ja, mit ihren kleinen Zünkchen. Ja, richtig gefährlich. Ich glaube, dann kommen diese kleinen Vogelfiecher. Diese Fupa, die so ein bisschen verwirrt immer reinblicken. Ist aber schon echt schön. Also man kann hier echt viel Zeit verbringen und echt schöne Zeit haben. Wobei ich habe da oben, warte mal, wo war das jetzt? Da oben. Da muss ich nochmal kurz vorbeischauen, dann kann ich nämlich schon mal einen Testral reinpacken. Mondkäfer Platz 1, weiß ich nicht. Ja doch, die haben nur große Augen. Große Augen sind immer süß. So groß kriege ich meine Augen nicht. Deswegen habe ich gesagt, zusammen mit Nifflern und Knuddelmuffs. Quasi alle auf Platz 1. Ja? Alle auf Platz 1. Du hast genau wie ich den Raum mit Mondlicht durchflutet. Sieht richtig gut aus. Yes! Yes! So, hello. Ja, komm. Ist was. Hast du dir verdient?
Ach stimmt, die Kniesel, ne? Ja, die Kniesel sind auch süß. Okay, never mind. Die packen wir auch noch auf Platz 1. So, Haar eines Testrals. Sehr schön. Aber am geilsten sind ja wohl die Frösche, oder? Nein, ich glaube, die Frösche sind, glaube ich, bei jedem so auf dem letzten Platz. Die Frösche, Freunde. Frösche. So. Ja, dann haben wir es hier, glaube ich, erstmal. Schauen wir mal, was wir uns so Schönes machen können. Unterricht. Aber das könnte ich tatsächlich noch machen. Sondergebräu. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, wir machen, glaube ich, zuerst das hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Verfolgen. Ist das jetzt weit weg? Müsste doch, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Also so, Pi mal Daumen, wir müssen hier raus, mal gucken, wo es ist. Aber wir sind schon mal im Astronomieturm, das heißt, wir dürften eigentlich nicht ganz so falsch liegen. Wir dürften ja nicht mal ganz so falsch liegen. So. Revelio. Warte mal, Navi für Dummies rausholen. Okay, der Raum ist weg. Ja, mal nach oben. Let's go! Let's go! Ab, ab, ab. Haben wir noch was Schönes? Lass mal alles bewegen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, das ist ein super Spruch. Was haben wir hier noch Schönes? Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial! Wirklich, man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yanta Manta, später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchita. I'm afraid. So, ja, guck mal. Aha, bist du ein Streber? Ist das nicht der Weasley? Ist das nicht der Weasley? Hallo, Homura. Ist das nicht der Weasley gewesen? Da müssen sie aus. Oh, Moment. Wow. Dafür sowas? Egal. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Hallo Freunde, ich bin auch nur eine Schülerin. Alles cool. Alles cool. Meine Damen, Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sehr gut, ich fahr's kurz aus. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es schon. Ja. Selbstständig. Das höre ich nicht zum ersten Mal.
So. Sieht so schön aus, ne? Erstmal ein bisschen scharf stellen, Freunde. Fokussieren. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Die Jugend, einfach nicht mehr abgehärtet. Und gebe auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Ich kann dein Teleskop nicht nehmen. Das ist schon bestimmt übelst, keine Ahnung, schnoddrig. Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Klar. Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nicht zu übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Fall auf uns steht, oder? Aber so heftig. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Sternenbeobachtung. Ja, warum auch nicht? Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Revelio. Ist das oben? War es jetzt oben? Ich glaube, ich bin ja falsch runtergelaufen. Hier gibt es, glaube ich, zwei Wege runter. Moment! Ich muss hier runter. Momentchen mal. Dann können wir nochmal das hier looten. Sehen, dass es Kaka ist. Machen das hier nochmal an. Sehen, dass es zumindest XP bringt. Sehr gut. Dann drehen wir hier nochmal. Und da nochmal. Und dann nochmal hier. Und dann nehmen wir das Teleskop. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Aber bitte immer in der Reihenfolge, Freunde. Wer weiß, was sonst passiert. Ach, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Okay. Okay. So, wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter. Hello there. Hey, bin ich hier gerade falsch? Ach, hier ist der. Na, du kleiner Schlawiner. Perfekte Nacht für... Oh, hallo. Haben die irgendwie dieselben Sprüche drauf? Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Oh. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Nice. Und ich soll dir dabei helfen. Ah, ich dachte mir schon, dass die Sache mit dem Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder so. Aber bestimmt nicht. Bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Okay, klingt super aufregend. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Let's go! Ah ja. Erstmal nachts um Hogwarts rumspazieren. Mit irgendeinem Streber. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, okay. Was da nicht hingehört. Max, wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Cool. Cool.
Ach, nee, Freunde. Wo ist er jetzt? Wo bist du? Alter, was machst du da? Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Das müssen wir jetzt sagen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Kobolstein-Club ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Wow, er redet gerade noch so ein bisschen was von wegen, mutig und ist gar nicht so angsteinflößend. Jetzt sagt er so, hey Mensch, geh du mal vor. Ist kein Thema. Wie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Ich wollte gerade sagen. Eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern hinterher zu jagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Yes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Okay. Können wir jetzt hier weiter? Let's go! Revelio. Hast du was? Excuse me. Dankeschön. Dankeschön. Oh, wieder Megapower. Oh Gott. Confredo. Geh mal weg! Hättest du jetzt verletzen können, kleiner Mann. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Nein. Ach Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Anit. Ich lasse dir den Vortritt. Dankeschön. Na los. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Naturtalent. Die Leier, Freunde. Die Leier. Immer dieselbe alte Leier. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Alter, der ist 15 und redet jetzt schon von seinen Memoiren. Das muss man sich verdienen. Keine Ahnung, dem Tod von der Schippe gesprungen sein oder sonstiges. Ja. Ich freue mich drauf. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Hätte ich das nicht. Ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Oh, endlich sind wir ein Quid, ey. Oh, das gab 340 XP? For real? Oder wurde es jetzt kumuliert? Von der Quest und von dem Teil immer hier? Schön den Astronomieturm bei Nacht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Was für ein Anblick. Weil normalerweise, selbst für einen Endboss, gab es 260. Ich habe einen Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Okay. Okay. Ach, for real? Okay. Ich glaube, Freunde, es wird schon Zeit für die zweite Prüfung. Wir dürfen gespannt sein. Warte mal, wir müssen kurz einmal wieder hier unten hin. Zum lieben Fick. Der scheinbar nichts anderes zu tun hat, außer die ganze Zeit in der Kartenkammer rumzustehen. Professoren müssen nicht unterrichten, Freunde. Die müssen nicht unterrichten. Die werden auch einfach so bezahlt. Muss leider gehen. Muss essen, damit ich auf jeden Fall guten Hunger. Guten Hunger. Wichtige Sachen? Das müssen super, duper, megamäßig wichtige Sachen sein. Ja. Sich am Sack kraulen zum Beispiel. Einmal links vom Sack ein bisschen kraulen, dann aufpassen, Freunde, jetzt wird es schwierig. Dann einmal wechseln und dann von der rechten Seite ein bisschen kraulen. Ja, das ist verdammt wichtig. I mean, you know? Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen.
Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Ja, schön, aber nie wirklich häufig. Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Yes. Zumindest kriegt er noch mit, was um ihn herum passiert. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden. Dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Klar. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht, konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Maybe. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Aber Sie haben nichts gesehen? Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein, ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Okay, ich habe schlechte Neuigkeiten. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Let's do it. Viel Erfolg. Ebenso. Bei was auch immer ihr so Schönes macht in dem Landtag. Sputen wir uns! Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Okay. Wieder da, willkommen zurück. Warte mal, wie viele Plätze habe ich jetzt eigentlich noch frei? Ich muss mal schauen. Muss ich schon wieder verkaufen? Na, wir haben noch 12 Plätze frei. Ich denke, das sollte reichen für die Prüfung, oder? I think we're good to go. So, das heißt, wir müssen jetzt kurz einmal schauen. Weltkarte. Und dann müssen wir hier irgendwo runden. Ah, genau, hier unten ist es. Müsste, glaube ich, hier in der Nähe sein. Haut mal schmeißen. Könnte knapp. Ja, ich weiß nicht. Wobei, wir können, glaube ich, hier nochmal verkaufen, tatsächlich. If we like to. If it pleases us. Wie es in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ziemlich beschissen. Sonst kann ich dir jetzt schon sagen. Komm, dann verkaufen wir kurz was, ja? Safety first, Freunde. Freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, durchaus. Ich möchte kurz was verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Aha, sind Sie etwa Wilderer? I see what you did there. So, kurz mal. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hä, ich dachte, ich hätte 12 Sachen. Wahrscheinlich 12 von 24, oder wird das, was ich anhab, auch schon damit reingezählt? Wäre ein bisschen lame, Freunde, oder? Ein bisschen lame? Ich denke so. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Ja, mich wird auch nichts abhalten. Mich kann auch nichts abhalten. So, hier vorne müssen wir hin. Möglichst nicht da, wo die Gegner sind. So ein bisschen abseits. Wobei, hier machen wir Schnellreisepunkt. Schnellreisepunkt! Wait! Hallo. Ich bin gleich wieder weg. Aha, tschüss! Hier doch keine gestohlenen Koboldhelme. Wow. Was seid ihr denn für Luschen? Okay. Komm mal her, ich sag dir was. Ja. Yeah. Bin schon kind of awesome.
Hier drüben. Wow. Ach, wir haben auf... Ja, hallo, Herr Professor. Ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. I hope you don't mind. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Und Creations Lucifer? Is that correct? I'm not quite sure. Good evening from Germany. It's nice to see you. So, geht's ja weiter. Wobei jemand noch ein paar Gegner. Die können wir wieder Silenzio-mäßig ausschalten, ja? Ein bisschen. So, wo haben wir euch denn? Da vorne. Aus hier, Pfiffen! What's the pride, ja? Bin Schiedsrichter. Ganz viel besser. Der läuft. Haben wir noch was Schönes drin, ne? Anything? Nothing? Okay. I see. So, müssen wir mal da vorne hin. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Upsi, da waren ja welche. Du bleibst. Oh Gott. Alter, what the... Guck mal, er ist einfach umgefallen. Oh Gott, das ist falsch! Ach, hat mein Lehrer endlich mal was gemacht? Nice. Good job. Ein Stream am Abend? Das ist ja super, auf jeden Fall. Bin halt schon ein paar Stündchen live, ne? Aber Stefanie, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe auch, du hast einen schönen Tag gehabt. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz einmal gucken. So, oh, dann kann ich nicht kaputt machen. Ich wollte es nur mal kurz austesten, Freunde, ja? So. Perfekt. Kommen Sie mit. Kommen Sie? Hast du keinen Bock? Okay. Dann gehe ich halt alleine. Bin ich gewohnt. Oder auch nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Oh ja, bring mir das Kind. Die Brille ist schon geil, oder? Und Juni Davis, auch die haben wunderschön. Oder Davis, auch die haben wunderschön. Guten Abend. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind. Aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und alright. Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Let's go! Moment! Aber kann ich jetzt einfach durchlaufen in der Theorie? Na, Mut geht's hoch. Ich müsste... Okay! Frage die Fuck off! Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, wie man fucking nochmal unsichtbare Leute sehen kann. Das wäre schon echt eine geile Sache. Alle diese 25! Geht mal lieber in den Disco oder sowas. Oh Gott. Moment. Putz, Jung. Mmh. Oh, das hat sich gut angefühlt. Oh Gott, das nicht. Fang. Also das macht so gut wie gar keinen Schaden, ne? Genau, kurz den da oben platt. Hoffe ich mal.
Alter, die sind so vom Level über mir, die sterben noch nicht mal instant. Okay, ist okay. Bye, bye. Tja, hast du Angst? Hast du Angst? Willst du weinen? Oh Gott. Ich bin mal kurz weg. Mein Professor macht das. Hey, du. Ist da noch was zum Werfen? Was zum Werfen? Was zum... Okay, ist okay. Ist alles gut, Freunde. Was macht der denn da? Was wählt der da rum? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Sub-Zero, ne? Sub-Zero. Ach, das sind so... Ah, Necromancer. Gedöns. Ja, dann mache ich mal kurz platt. Ja, mach Bescheid. Die guten Äpfel, ja, ich weiß. Ich bin total... Ich bin total ein Verschwender. Aber das mache ich nicht mit Absicht, ja. Das ist... Oh Gott. Das ist alles so aus Versehen. Oh, oh. Hey, gehst du fliegen? Das war schon kind of awesome. Das war schon ziemlich awesome. Ja, Freunde, sonst so? Oh, Keramikmaske? Aber schlechter. Die ist schlechter, Freunde. Ja, seht ihr mal, das ist halt easy peasy, ja. Dunkle Magier platt machen. Das mache ich so morgens vorm Frühstück, ja. Quasi Aufwärmtraining. Quasi Aufwärmtraining. Oh, Platzwunde, nice. Ist dann für die Fringo ganz gut. Kennt ihr die Fringo? Kennt ihr das? Mhm. Mhm. Nochmal suchen. I have to. Hauch der Toten. Ah. Wobei, ich glaube, in dem Fall war es dann doch ganz cool, wenn wir mal verkaufen waren. Weil wir looten ja jetzt schon, bevor wir bei der zweiten Prüfung sind. Looten wir jetzt ja schon. Jetzt Umhang, habe bei alle 20 Minuten, was? Wie du mindestens 20 Minuten geschaut? Nee, nicht die Videos, du musst den Livestream schauen. Videos reicht dafür nicht aus. Video reicht dafür nicht aus. Fursche. Ist so gut wie nie. Mir ist schon kalt genug. Aber du meinst nicht Konfringe, du meinst Glacius, oder? Das meinst du wahrscheinlich. I think. Trink was, yes. Oh. Moment. 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 Oh yes, ein frisches Diebels. Nein, Mann, Spaß, das ist kein Diebels. Sehr schön. Sehr schön. So, ja, ich glaube, das ist doof. Da hinten müssen wir hin, oder? Oh. Ach, guck mal, hat er schon aufgemacht? Da war schon aufgemacht. Wie bekommt man mehr ins Umhang? Wie gesagt, musst du den Livestream für gucken. Den Livestream. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ups. Also, das war jetzt voll nicht mit Absicht, ne? Oh, draußen sind da noch welche? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Wow. Hat auch keine Angst, dass ich... Oh. War zu langsam. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Ah, Safe Legan. Alohomora. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Sehr schön. So, mein Freund, ich glaube... Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Vor allem, was sind denn Koboldspuren? Hat hier irgendein Kobold irgendwo hingepieselt oder was? Ne, erstmal schön getestet, so. Schmeckt nach Kobold. Schmeckt nach Kobold. Oder schnüffelt er das einfach nur? Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Und sieht Anna leer aus. Guten gute Abend, Schwester. Warum sind Sie noch hier, wenn Sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit Revelio rein, ist womöglich hier. Maybe. Es ist, wir müssen es finden, bevor Sie es tun. Wo ist das Porträt? Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass Sie es sind. Hallo, Mora. So, erstmal eine Zeitlupe. Hingehen.
Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Oh, und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Oh. Ranrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Oh, ich hatte immer so Prüfungsangst. Ich verdiene mehr Informationen. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fig muss Sie jetzt verlassen. Tschüss. Figgeridoo. Okay, tschüss. Okay. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Ah, wieder Eierschaukeln sagt. Okay, Eierschaukeln, Freunde. Wisst ihr Bescheid? So, die zweite Prüfung steht an, Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt alle gut gelernt. Ja, jetzt bitte Zettel raus, ja, Stift raus. Und bitte eure Taschen neben eure Sitzpartner stellen, damit ihr nicht abgucken könnt. Und das Reden bitte einstellen. Dankeschön. Revelio. Ja, ja, Freunde. Ja, ja. So, hier haben wir auch erstmal nichts Tolles. Oh, sieh das? Spiegelt sogar. Hast du gesehen? Mana. Aha. I can see myself. Hier nicht? Nothing? Okay. Also ein bisschen ernüchternd. Ich dachte, hier wäre schon irgendwas Cooles. But no. It's nothing. Na doch, vielleicht. Okay, nevermind. Vielleicht nehme ich alles zurück. Behaupte einfach mal das Gegenteil. Wir müssen darüber. Wir müssen einfach mal darüber. Also was machen wir jetzt am besten? Ich habe das hier. Wir müssen das höchstwahrscheinlich hier hinpacken. So. Ah, da haben wir sogar noch eine... Warte mal, stopp, 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 stopp. Ne, stopp, ich muss... Ja, so. Ich nehme mal kurz raus für die Kiste. Einfach aus Prinzip, ich will sie looten. There you go. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Hat sich mal... Ja, ich hab... Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Oh, ist okay. So, jetzt können wir hier hochklettern. War ja leicht. Dann ist sie ja gerade mal zum Aufwärmen. Wie spielt sich das Spiel auf in schwer so? Bemerkt man das nur bei den Kämpfen? Ja, hauptsächlich bei den Kämpfen. Die Rätsel sind eigentlich gleich schwer. Da habe ich jetzt nichts Schwierigeres feststellen können. Es ist halt wirklich nur die Kämpfe. Gerne. So. Hier ist auch nichts. Na supi. Na supi. Aha. Komme ich da noch hin? Stimmt, oder? Sooner or later. Oh, Moment. Warte mal, ich glaube... Ja, ja, mach mal. So, warte mal. Der hat Gegenballere, was bringt das? Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Kann die mitnehmen? Oh ja. Yeah. Das haben wir schon mal gut hinbekommen. Wobei, warte mal, vielleicht kann ich die dann... Wingardium Leviosa. Dahin packen, um dann da hochzukommen. Und dann brauche ich höchstwahrscheinlich auch nochmal das hier. Komm mal. Das ist. Kommen wir da jetzt hin oder sterbe ich dann jetzt? YOLO! No! Yeah, oh! Wow, okay. Moment.
Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ah, hier ist auch noch was. Na supi. Na supi. Oh, das hat sich aber gar nicht gelohnt. Der hat sich jetzt mal sogar... Ist aber noch was. Wie kommt denn da jetzt hin? Und... Oh ne, ist das jetzt verbuggt? Eddie ist verbuggt, Freunde. Shit! No! Ja, sorry, guys. Oh, hier kann ich jetzt auch... Mal. Stopp. Was gibt's denn jetzt hier? Hier. Ich bin ein wenig verwirrt. Moment. Ach. Ich habe so. Ah, okay, dann Mann, ich habe sogar aktiviert. Deswegen. Das ist gar kein Bug. Ja, das heißt wieder da. Ah, die Frage ist jetzt bloß. Hey, warte mal, das so kriegen wir das schon mal nicht. Einen Moment, ich muss einmal durchgehen. Wenn ich jetzt. Wenn ich so durchgehe, bringt das nichts. Wenn ich so durchgehe, bringt das auch nichts. Ach so, wait a second. Aha! Fucking knew it! Jetzt? Das ist immer noch kacke. Ah! Wieso komme ich jetzt da hoch? So, ich muss aber nach mir schauen. Denn das hier kann man jetzt hoffentlich... Moment. Oh yeah, come on, give it to me. I want the loot. I want the... Bye, warte mal. Oh, warte mal, jetzt kann ich es richtig... Oh, Freunde. Call me clever. Call me motherfucking clever. Ja, man. Oder? Wo ist jetzt? Oh yeah. Jetzt sterbe ich wieder. Nein! Okay, doch. Alles gut. Yeah, I did it. Und Tatze, vielen Dank für deinen Prime. Sub, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und natürlich auch dir. Viel Spaß mit mir. Dankeschön. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend, by the way. Oh, das war super, oder? Jetzt hätte ich nochmal sterben müssen. Ich hätte ein bisschen gelacht und ein bisschen geweint. Beides. At the same time, basically. Also komme ich schon mal nicht dann durch. Jetzt mal so durch. Und dann kann ich auch da looten. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Freunde. So funktioniert das. Ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst. Na, und weiter geht's. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch alle gerne auf Discord joinen. Wir freuen uns auf euch. Revelio. Oh no. Oh no. Minigame. Oh no. Von mir so ein fetter Oschi. Ich hab noch nicht mal alte Magie ready. Das ist... Oh oh. Das ging schnell. Holy ging das schnell. Also... Holy ging das... Der wird ja auch gedacht, was ein Noob. Was ein Noob. Oh boy. Ja, das war jetzt wirklich ein bisschen doof, Freunde. Das gebe ich zu. Das war kacke. Das war aber nur der Vorführeffekt. That's all. Brauche, glaube ich, tatsächlich... Nehmen wir das hier. Nehmen wir das. Das wird echt ein bisschen haarig. Das wird richtig haarig. Das wird so richtig Chewbacca, wird das. Das wird so richtig Chewbacca. I tell you, guys. So, come on, my friend. Oh Gott! Putz! Oh Gott! Jo, da geht es doch daneben! Ich roll mich. Okay, ich heil mich dann doch jetzt mal. Vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Autschi. Oh yeah! Oh yeah! That's good! That's good. Ich will jetzt die alte Magie noch nicht benutzen, ja? Who knows what comes next? Woo! Alter, es tut doch weh! Und Jung!
Ja, der Grote ist schon mal weg. Schon mal gut. Yeah. So macht man das, Freunde. So macht man das. Ein Heiltrank, okay. Gebe ich zu, habe ich benutzt. Ja, einer. Geht noch klar. Geht noch klar. Puh. So, jetzt habe ich ein bisschen ins Höschen gemacht. Ja, und da habe ich jetzt auch einen tollen Trick für euch. Einfach trocknen lassen. Einfach trocknen lassen. Das regelt sich von alleine. Das regelt sich einfach von alleine. So, was haben wir hier Schönes? Gut. Okay, I'll take that. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Mensch. Hat wenig so als. Oh. Dumm. Irgendwas Schönes? Nö. Tschüss! War schon reichlich einfach, oder? Das war schon irgendwie reichlich einfach. Aber gut. Aber gut. Macht halt auch nichts. So, jetzt haben wir schon wieder eine Bubble ready für alte Magie. Das heißt, es sieht schon mal. Oh. Sieht schon mal. Oh ne, hier wird wieder was kommen, oder? Oder? Ist ja wieder was zum Werfen. Ach, ich kann. Ach so, ich kann hier gar nicht zurück. Ah, so. Ah ja, ist okay. Ja. Immer wenn was zu werfen da ist, Freunde, dann ist das Kacka. Das kennt ja schon direkt ein bisschen. Komm, trinken. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Dann heu doch. Hallo? Tja, noch Fragen, Freunde? Noch Fragen? Ich hab ihm gleich gesagt, leg dich nicht mit mir an. Er wollte nicht hören. Oh, er ist noch nicht mal alleine. Hey, yo, what up, my friend? What up? Es war so klar. Take it. Oh yeah, come on. Die volle Ladung. Oh Gott, no. Wow, das war mehr als knapp, Freunde. Yeah, catch that. Thank you. Oh, du bist kaputt? Das tut mir gar nicht leid. Machst du Bescheid? Nee. Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Hashtag Angeber? Ach Quatsch, gib doch nicht an. Ich erzähl doch bloß das Offensichtliche. So, wir müssen das hier irgendwie drehen. Moment, müssen wir? Ich glaube, ich da hoch irgendwie. Ich möchte jetzt einmal drehen. Aha, okay. So, wenn ich das jetzt dann ein bisschen zum Fliegen bringe. Ungefähr. Und dann hier hochklettere und dann dreht sich das nochmal und dann fliege ich wieder runter. Yes, war so klar. Okay. I see. So, dann nochmal ein bisschen drehen, oder was? Dankeschön. Pretty simple, I would say. Pretty damn simple. Simple. Hello. Okay, weiter geht's. Ja, da wird mir gar nicht schlecht bei. Alles cool, Freunde. Ich hab einen starken Magen. That is supi. Supi-dupi. Supi-dupi, megamäßig. Ach, nö. Hallo? Komm mal drüber. Ja, ist okay, komm. Oh, Moment. Na, eins, zwei. Sehr schön, hast du fein gemacht. Nice catch, by the way. Wait a second. Alter. Jetzt übertreibt man nicht. Oh. Ach Mensch, ich hoffe, der wollte jetzt gerade nicht gleich kommen. Sieht gut aus, Freunde.
Revelio. Das sieht gut aus. Wo geht's jetzt weiter überhaupt? Geht es hier weiter oder geht's da? Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, ich glaube da. Oh, okay. Ich glaube da vorne geht's weiter tatsächlich. Hä? Hier war doch was. Laufen bin, sich dann ja alles ändert. Gar nicht gebiegt. Ja, manchmal hat man so ein bisschen, ja, so Scheuklappen. Das kenne ich aber auch. Nur weil es jetzt einigermaßen gut funktioniert, heißt nicht, dass es Start ein bisschen gut funktioniert. Ledig. Akion. Vingadium Leviosa. Hey. Okay. So kann man es bestimmt auch machen. So kann man es... Ah, genau, der Kohl. Danke, Schnelli. Dankeschön. You're totally fucking right about that. Der Kohl. Never forget the Kohl. Dankeschön. Oh, dankeschön. Oh, ich hätte es echt wieder vergessen, ne? Knallhart. Knallhart. Okay, wir sind wieder voll ausgestattet. Mit allem, was das Herz begehrt. Und noch ein bisschen mehr vielleicht. Ja, mit dem Kohl. Ah, könnte es vielleicht ganz einfach werden. Könnte. Muss aber nicht. Oh, Mensch. Hier können wir die Mega-Power-Tränke nicht mehr aufnehmen. Das ist echt schade. Das ist ja echt schade, Freunde. Warte mal. Oh, out, 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 out. Oh Gott, das war falsch. Au, au, au. Okay, ich mal einen Trank nutzen. Okay, ich muss jetzt so häufig ausweichen. Was ist denn los? Hier, take that, my friend. Komm mal her. Oh Gott. Wow, ich war doch schon aus dem Ding jetzt raus. The fuck? Okay. Okay. Hier, come on. Das hast du fein gemacht. Super Ding. Da, catch it. Okay, der Große ist platt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Komm mal her. Und catch that. Catch that all on the... Okay. Der war voll am Hocken, als ob er gleich mal ein bisschen Kacka machen wollte. So, jetzt, Freunde, jetzt. Jetzt wird's heftig. I tell you. Oh Gott, ich muss nur richtig... Oh Gott. Excuse me? Wobei, warte mal, ich will jetzt auch nochmal die hier machen, da. Autsch! Au, 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 kurz mal her. Was brauche ich für den Kohl? Kohl! Kohl! Ganz viel Kohl, Freunde! It's time to die! Ja, friss mal ein bisschen Kohl. Ist gut für die Gesundheit, habe ich gehört. So, warte mal, ich brauche wieder nochmal. Bringt eigentlich auch die was? Autschi.
Ah! Oh Gott, bringt gar nichts. Au. Okay, ich brauche wieder die hier. Hol! Hui! Autsch! Huh! Ui, das war knapp! Au, das war gar nicht knapp, das ging voll durch. Ihr schluckt das, mein Freund! Oh, das war aber verhältnismäßig einfach sogar damit. Holy shit, war es einfach. Der Kohl hat's gerichtet, der Kohl hat's gerichtet. Na, endlich. Tschüss, kleiner Kohl. Du warst ein treuer Gefährte. Kann ich jetzt mal zurück, um die Powertränke zu nehmen? Wahrscheinlich nein. Okay, ich verstehe das, ja. Oh, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, hätte ich es nochmal machen müssen. Ich hätte ein bisschen geweint. Just a little. Ja, mit den Farbkugeln. Ja, ich weiß, aber ich weiche da lieber aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir angewöhnt. Einfach ausweichen. At least I try. Klappt nicht immer, aber immer öfter. Dunkelgrauer Schal mit Schlossmuster. Let's have a look. Cry me a river, cry. Jetzt den Kopf rein, mit Hut. Oh ja, mit Hut. Komm mal, steck ihn rein. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Setzen Sie sich. Have a seat. Tick tack. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ist ein Kind. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Läuft. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. 18 Euro. Trink was, yes. Denkarium-Artefakt, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das haben wir auch schon. Hat doch extrem gut funktioniert, oder? Also, ich finde schon. Ihr dürft jetzt gerne auch im tobenden Jubel ausbrechen, ist kein Thema. Ja. Äquivalent einfach schreiben. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, jetzt. Oh, ich dachte schon. Hui. Sie sind zurück. Ja. Und sogar in einem Stück. Ja. Nicht dank euch, Freunde. Ja, und der guckt schon so ein bisschen. Mal, schämt er sich gerade? Haben die gesagt, so, hey Mensch, tritt. Oh. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Danke. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen?
Also ein bisschen Smalltalk halt. Ich muss noch kurz ein bisschen wieder zur Luft kommen, ja? Wieder zu Atem kommen. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden sie ihr Handeln besser verstehen. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie kommt man denn daraus, den Namen so auszusprechen? Wie geht es Ihnen? Ich gebe Neve zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Sehr gerne. Soll jetzt mal mit ihm sprechen. Sehr gut. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Ja, das ist effektiv das, was er gesagt hat. Oh! Es schneit, Freunde. Es schneit. Ja, noch haben wir ja Winter. Ende Februar ist dann. Frühling. Ja. Also ich sag mal so, wenn man uns so ein bisschen beobachtet, ja, immer wenn wir hier in dem Gemeinschaftsraum, immer wenn wir im Gemeinschaftsraum aufwachen, haben wir unsere Klamotten wieder an. Dementsprechend das, was bei der Badewanne stand, dass eventuell manche Schüler so ein bisschen ihre Hygiene vernachlässigen. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen die Paradebeispiele dafür. Oder das Paradebeispiel, I think at least. Natti erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ja, der Deke kennt mich schon recht gut, würde ich sagen. Ich glaube, der kennt mich schon recht gut.